Für dich, was bedeutet es jetzt wieder dieses KFV-Trikot, das Schwarz-Gelbe dann auch zu tragen? Ja, einiges. Also ich bin Krefelder, ich habe viel hier gespielt, ich habe die Jugend durchgemacht in Krefeld, habe dann noch einige Jahre in Krefeld am Anfang gespielt, bin dann mal weg und bin dann wieder zurückgekommen. Und ja, mein Herz hängt an Krefeld, am Stadion, an der Rheinlandhalle, an der Westparkstraße. Und ja, das war eine Sache für mich, die mit dem Herzen zu tun hat, auch mit der Familie, die auch hier lebt. Das kam da alles zusammen und nach Gesprächen mit Sergej, ja, wollte ich eigentlich gar nichts anderes mehr und habe dann unterschrieben und freue mich riesig, hier zu sein. Ja. Nichtsdestotrotz, jetzt nimmst du natürlich da auch trotzdem in der Mannschaft nochmal eine ganz andere Rolle ein. Du bist ein bisschen älter geworden, auf der anderen Seite haben wir mit einem ganz jungen Verteidiger, dem du hoffentlich auch was beibringen möchtest und so im Zusammenspiel. Wie siehst du deine Rolle in der Mannschaft jetzt? Ist es für dich was komplett anderes oder ist es was, wo du sagst, okay, da bin ich bereit für und da wachse ich auch ein? Nee, was komplett anderes ist es nicht. Definitiv, ich möchte Verantwortung übernehmen. Ich denke, dafür bin ich auch da. Da bringe ich viel Erfahrung mit, wie andere Spieler auch, die viel Erfahrung mitbringen. Ich glaube, wir haben dieses Jahr einen sehr guten Mix aus Erfahrung und jungen Spielern, die wollen. Und ich glaube, dieser Mix und dieser Charakter, den wir dieses Jahr haben, der wird einiges ausmachen. Und ja, da freue ich mich drauf, die Rolle zu übernehmen. Und ich glaube, von den jungen Spielern, denen möchte ich natürlich was beibringen. Von denen kann ich aber hoffentlich auch noch ein bisschen was lernen.